Herzlich willkommen zu einer Andacht aus der evangelischen Kirche Worms-Herzheim. Das berühmte Andante Grazioso von Wolfgang Amadeus Mozart hat Marion Kreinbiel für uns auf ihrer Tischharfe gespielt. Leider ist es ja zurzeit nicht möglich, richtig Gottesdienst zu feiern. Ich meine, so wie gewohnt mit vielen Menschen, die zusammen singen, sich austauschen und beten. Gottesdienst mit Liturgie und allem Drum und Dran, das geht nicht. Deshalb habe ich auch meinen Talar gar nicht erst angezogen. Trotzdem sind Sie eingeladen, bei Ihnen zu Hause an dieser Andacht teilzunehmen, hier in unserer leeren Kirche. Die Kirche ist leer, das ist eigentlich traurig. Aber es ist auch schön. So eine leere Kirche hat was, finde ich. Denn eine Kirche ist natürlich nie einfach nur leer. Der Raum ist ja gefüllt mit dem Nachhall all der menschlichen Seelen, der Menschen, die sich hier zu Hause fühlen. Gefüllt mit dem Geist Gottes, gefüllt mit der Stille der Andacht, mit den Gebeten der Menschen, ihren Klagen und Tränen, gefüllt mit ihrer Freude, ihrem Lachen und dem Singen, das hier zu Hause ist. Ob hier in der leeren Kirche oder zu Hause vor dem Bildschirm, wir sind in diesem Moment miteinander verbunden. Verbunden durch den dreieinigen, einzigen Gott. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns beten. Gott, du bist hier. Darauf vertraue ich. Deine Kirche ist fast leer, aber über das Fernsehen und das Internet sind Menschen da. Schenke uns nun einen Moment der Sammlung und hilf uns, miteinander in Verbindung zu bleiben, in dieser schwierigen Zeit des unfreiwilligen Abstands voneinander. Gott, wir bringen alles zu dir, was uns bewegt, und bitten dich, höre auf unser Gebet. Im Namen Jesu Christi. Amen. Ich bin verabredet mit Julia, einer jungen Frau aus unserer Kirchengemeinde, die in Darmstadt soziale Arbeit studiert. Sie rief vor ein paar Tagen an und fragte, ob wir uns mal hier in der Kirche treffen könnten, natürlich mit dem gebührenden Abstand, denn sie würde etwas beschäftigen, was mit diesem Raum zu tun hat. Bin ich mal gespannt, was das sein kann. Hallo Thomas, schön, dass ich kommen durfte. Als ich hier konfirmiert wurde, ich glaube, das war 2013, wurde hier alles frisch renoviert. Seitdem komme ich immer wieder gerne in die Kirchengemeinde. Und am meisten schaue ich mir das Kreuz mit der bunten Wand an. Aber die Fenster habe ich mir noch nie so richtig angeschaut. Vor ein paar Tagen hatte ich einen Traum, in dem die Fenster vorkamen. Und da war auch diese Schrift, die man so schlecht lesen kann. Ich erinnere mich noch, dass du uns kurz vor der Konfirmation erzählt hast, was da genau steht, welcher Satz und was er bedeutet. Ich weiß, dass es ein schöner Satz war, aber mehr auch nicht. Ja, das ist aber schon mal was. Und du hast nämlich recht, diese Schrift, die ist wirklich nicht so einfach zu lesen. Das ist die Handschrift von Eberhard Münch, dem Künstler, der diese Fenster entworfen hat. Der Satz aber kommt aus der Bibel, genauer aus dem Römerbrief des Paulus, nachdem unsere Kirche ja auch benannt ist. Weißt du noch? Der Paulussaal. Genau. Wir haben Glück mit dem schönen Wetter, mit der Sonne, die die Fenster nämlich ganz gut ausleuchtet. Da kann man auch die Schrift etwas besser erkennen. Lass uns doch mal gucken, ob wir das lesen können von hier. Also, ich fange mal an. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge
Zum Besten dienen. Ja, genau. Und dann geht es noch weiter, die nach dem Vorsatz berufen sind. Also, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Genau. Wusste ich's doch, Gott und Liebe gehören zusammen. Weißt du auch noch, warum das in deinem Traum vorkam, das Fenster und diese Schrift? Nein, keine Ahnung. Das war kurz bevor ich aufgewacht bin. Also da war dieses Bild mit dem bunten Fenster und mehr weiß ich auch nicht. Ich weiß, dass es ein schlechter Traum war. Oh, ein Albtraum? Ein Albtraum nicht unbedingt. Es war eine schlechte Situation. Ich glaube, das hat was mit der Corona-Krise zu tun. Machst du dir Sorgen, Julia? Hast du Angst vor dem Virus? Also Angst um mich habe ich nicht. Ich mache mir Sorgen um einige Menschen, aber da will ich nicht drüber reden. Okay. Vielleicht nutzen wir die Gelegenheit und schauen uns mal in der Bibel an, was Paulus an dieser Stelle in der Bibel, rund um diese Stelle noch geschrieben hat. Ich lese mal, komm doch mal mit. Ich lese aus dem 8. Kapitel von Paulus' Brief an die Gemeinde in Rom. Und du, liebe Julia, hörst mal gut zu und achtest vielleicht mal drauf, ob etwas von dem, was Paulus da geschrieben hat, ob da Sätze sind, die vielleicht zu den Menschen passen, um die du dir Sorgen machst. Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man da auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, das wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Dass uns nichts scheiden kann von der Liebe Gottes. Den Satz finde ich schön. Ah, warum? Also, ich weiß, auch in schwierigen Zeiten, wenn ich meine Familie oder Freunde nicht sehen kann, in Zeiten, in denen man zu Hause bleiben muss, um seine Mitmenschen zu schützen, oder in der Zeit, in der vieles schwierig erscheint und wir uns sorgen um andere, weiß ich, dass Gott für mich da ist. Das glaube ich auch. Ich bin aber noch bei einem anderen Satz hängen geblieben. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Wie sieht es eigentlich in meinem Herzen aus? Was findet Gott dann, wenn er darin forscht? Worauf ist mein Sinn gerichtet? Das frage ich mich manchmal in diesen Tagen. Ich meine, die Menschen in meiner Umgebung teilen sich irgendwie in drei Gruppen, finde ich. Die einen machen sich Sorgen um ihre Gesundheit und die ihrer Angehörigen und deshalb sind sie gern bereit, allen Anordnungen der Behörden brav zu folgen. Die anderen finden das alles maßlos übertrieben und die sorgen sich mehr um die schädlichen Konsequenzen der Einschränkungen, um die Kinder, die am Rad drehen, um die Alten, die vereinsamen, um die Betriebe und Existenzen, die auf dem Spiel stehen. Und ich finde mich am ehesten in einer dritten Gruppe wieder. Ich brauche ja Gott sei Dank persönlich erstmal keine Angst zu haben. Ich beobachte, was geschieht, informiere mich und ich habe den Eindruck, dass die Regelungen unserer Regierung im Großen und Ganzen eigentlich ganz vernünftig sind. Aber was hat das mit dem Römerbrief zu tun? Ja, ich frage mich, ob meine Haltung irgendwie zu lasch ist.
der aber die Herzen erforscht, also Gott, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Worauf ist der Sinn meines Geistes gerichtet? Also ich sehe mich auch in dieser dritten Gruppe wieder. Also ich weiß nicht, ich finde das nicht zu lasch. Ich mache mir auch Sorgen um viele Menschen, für die das Ganze schlecht ausgehen könnte. Ich kann nicht viel machen, außer hoffen und beten. Hoffen. Von der Hoffnung hat Paulus auch geschrieben. Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Was hoffen wir eigentlich? Also ich hoffe auf Normalität. Normalität. Ich weiß schon gar nicht mehr, was das eigentlich ist, Normalität. Ich meine, dass die Corona-Krise bald vorbei ist, sodass ich mir keine Sorgen mehr um meine Freundin machen muss. Ja, das hoffe ich auch für dich und für deine Freundin und auch für andere Menschen in Schwierigkeiten im Moment. Aber weißt du, was ich persönlich am meisten hoffe? Dass wir aus dieser ganzen bizarren Situation etwas lernen werden. Aber was denn? Ja, zum Beispiel, dass wir so manche Berufe auch nachher noch mehr wertschätzen und auch besser bezahlen. Und dass wir wegkommen davon, vor allem und zuerst auf uns selbst zu achten. Ich meine das Zusammenleben hier in unserem Land, aber auch in Europa und in der ganzen globalisierten Welt. Das schöne Wort Solidarität, das ist doch eigentlich genau das, was die Bibel mit Nächstenliebe meint. Ja. Oder? Aufeinander achten, da sollten wir einfach mehr dazulernen. Was meinst du, was meint Paulus eigentlich mit diesem Satz, alle Dinge dienen zum Besten? Meint er, alles wird schon irgendwie gut oder gar alles ist gut, so wie es ist? Nein, das bestimmt nicht. Aber es heißt doch denen, die Gott lieben. Ja, stimmt. Und Gott lieben ist ja erstmal nicht das, was wir tun, sondern was uns geschenkt wird. Mit anderen Worten, aus dem Bewusstsein, aus der Haltung heraus, in jedem Fall auf Gottes Liebe vertrauen zu können. Aus diesem Bewusstsein kommt für mich die Kraft und die Fantasie, auch mit dem umgehen zu lernen, was schwierig ist oder ungemütlich. Also wie die Corona-Krise. Genau. Dann war das vielleicht gar kein Zufall, dass die Fenster und der Satz von Paulus in meinem Traum waren. Könnte sein, ja. Wie war der Satz nochmal? Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Amen. Dann lasst uns beten. Gott, wir bringen vor dir unsere Gedanken, unser Danken und unser Sorgen.
Wir danken dir für die Zeichen der Nähe und Verbundenheit, die wir jetzt so viel mehr zu schätzen wissen als noch vor kurzem. Wir denken an alle, um die wir uns sorgen. Sei du ihnen nahe und stärke sie. Gott, wir denken an alle, die in diesen Zeiten noch einsamer sind und an die, die jemanden verloren haben, der ihnen nahe war. Wir denken an alle Kranken und an alle Menschen in Krankenhäusern und Altenheimen, die keinen Besuch haben können. Wir denken an alle Menschen in Not, an die Kinder, Frauen und Männer in den Flüchtlingslagern und an anderen von echter Hilfe vergessenen Orten. Wir denken an Menschen, die Angst haben um ihre wirtschaftliche Existenz, um ihren Arbeitsplatz, um ihr Geschäft. Wir beten für alle, die Leben schützen und retten, für die Verantwortlichen in Wissenschaft und Politik, für den Frieden, für die Freiheit, zu der du uns befreit hast, und für das Recht. Gott, wir beten zu dir mit den Worten, die uns im Herzen wohnen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne uns und behüte uns. Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen Frieden. Amen.